In Köln hat heute die Gamescom begonnen, die weltweit größte Messe für Computer und Videospiele. Der Andrang ist groß. Die Veranstalter erwarten bis Sonntag hunderttausende Besucher. Mehr als 1200 Aussteller präsentieren neue Spiele, Hardware und aktuelle Trends aus der Gaming-Welt. Die Branche floriert und verzeichnet Milliardengewinne. Experten warnen allerdings, Deutschland könnte als Entwicklungsstandort den Anschluss verpassen. Es ist voll in den Kölner Messehallen. 300.000 Besucher erwarten die Veranstalter auf der weltgrößten Computerspielemesse, die in diesem Jahr so groß ist wie nie zuvor. Die Verkäufe von hochklassigen Computerspielen und Konsolen haben dazu beigetragen, dass der Umsatz der Branche weiter gewachsen ist. Um 4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Inzwischen gibt es nämlich den Film zum Spiel oder die Serie oder die Mode oder das Buch zum Spiel. Und da ist der Einfluss von Spielen in den letzten Jahren unglaublich groß geworden. Mehr als die Hälfte aller Deutschen über 16 Jahren spielt zumindest gelegentlich. Jüngere noch weitaus mehr. Deutschland ist weltweit der fünftgrößte Absatzmarkt für Computerspiele. Doch bei der Spieleentwicklung hinken deutsche Unternehmen hinterher. Wirtschaftsminister Habeck betonte bei der Eröffnung der Gamescom heute die wichtige Rolle der Gaming-Industrie. Seit knapp 3 Jahren erhält sie eine staatliche Förderung. 2022 bekam die Branche 47,8 Millionen Euro, in diesem Jahr 70 Millionen. Für das kommende Jahr plant das Bundeswirtschaftsministerium 48,7 Millionen Euro Förderung ein. Mehr Geld werde es nicht geben, so Habeck heute auf der Messe. Spieleproduzenten hatten sich mehr erhofft. Wir sind in Deutschland eine kleine Industrie. Es kommt kein wirklich großes Spiel aus Deutschland. Und das ärgert mich immer so ein bisschen, dass wir hier keinen Leader haben, kein Nummer 1 weltweit. Mehr als 1200 Aussteller sind bei der Gamescom vertreten. Gezeigt werden große Blockbuster, neue Spiele kleinerer Hersteller oder Retro-Hits für Nostalgiker. Für jeden Gamer etwas.